Beim Beladen eines Frachtschiffs im Hamburger Hafen gab es eine Explosion. Mehrere Personen wurden verletzt und teilweise durch die Explosion ins Wasser geschleudert. Teile des Frachtschiffs und zahlreiche Container stehen in Flammen. Die Brände drohen sich weiter über das Hafengelände auszubreiten. Retten Sie die Ertrinkenden, versorgen Sie alle Verletzten und löschen Sie die Brände. Und verhindern Sie, dass sich die Brände auf ein weiteres Frachtschiff ausbreiten. Bin dabei. So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 5. Ja, hier ist die Kacke am Dampfen, würde ich schon fast sagen. Denn irgendein Wesowski meint hier, den großen Held am Kran spielen zu müssen. Ja, jawohl. Und den Salat haben wir jetzt. Ich habe die Mission schon mal angespielt, ist leider ein bisschen in die Hose gegangen. War aber auch ein sehr großes Ärgernis, was ich mit dem Motorboot hatte. Aber jetzt bin ich guter Dinge. Ja, was passiert, wenn man einen besoffenen Kran führt, sieht man hier. Wie gesagt, den Salat darf ich jetzt ausbaden. Hier brennt so einiges. Ah, und die Einheiten, die brauchen hier so lange. Komm, wir retten jetzt erstmal. Wir können das Feuerlöschboot einsetzen, um schwer zu erreichende Brände vom Wasser auszulöschen. So, diesmal findet das Boot aber den Weg. Boah, bin ich froh. Wäre nur schön, wenn langsam die Feuerwehrleute hier hinkommen würden. Habe ich den Leiterwagen jetzt auch hier hinbestellt? Ja, der ist auch hier hinbestellt, sehr schön. So, da ist der Leiterwagen. So, du holst mir den jetzt erstmal da raus. So, hier haben wir das Motorboot. So, das können wir hier unten einsetzen. Das ist sehr praktisch. So, du fängst hier an zu löschen. Du fängst hier an zu löschen und ihr stellt euch hier direkt in die Mitte. Was geht's? Wird gemacht. So, und jetzt kommen die Rettungskräfte. So, wie sieht das denn aus? Da hinten lasse ich das Boot zu Wasser. Sehr schön. Was geht's? So, kriegst es hin. So, und den zweiten, jawohl, oder? Ja. So, ihr kommt da raus. Jawohl. Ja. Du kommst da weg. Und fängst hier an zu löschen. So, ein Einsatz. Kraft, Dingens, Bummens, Moped brauchen wir hier. So. Wird erledigt. Du hast alle gerettet. Sehr schön. So, könntest du mal bitte anfangen, hier zu löschen. So. Du rettest jetzt die, die hier. So. Ja, das sieht schon mal alles ganz gut aus. So, da sind die drei Waisen ausgestiegen. Du darfst ruhig löschen, wenn du möchtest. So, ja, und dann brauchen wir noch ein paar Kräfte hier oben. Weil da werden wir gleich die Verletzten von dem Boot rauslassen. Wird so erledigt. Ist er dennoch fleißig dabei? So, sehr schön. Jawohl. Du kannst hier landen. Erwarte Befehl. Aussteigen. Kümmert sich die Feuerwehr schon um einiges. Sehr schön. Hast du alle gerettet? So, dann lassen wir die mal da hinten raus. Bin bereit. Sofort. So. Ja, sie dürfen ruhig hier retten. So, ihr dürft aussteigen. Wird gemacht. So, der begibt sich jetzt hier in Gefahr. Wird erledigt. Hat noch nicht verstanden, dass er hier löschen muss. So, und hier haben wir jetzt die ganzen Verletzten. Erwarte Befehle. Jawohl. Ja. Alles klar. So, aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wozu tut zumindest, was das kann. Ja. So, guck mal, wenn du dich mal hier hinstellst. Ja. Dann kannst du vielleicht da hinten löschen. Guck mal, ob du da rüber spritzen kannst. Bin bereit.
So, die haben wir noch nicht verstanden, was sie machen sollen. So. Da hinten fängt es schon wieder an zu brennen, weiß der Geier wieso. So, hier, das geht ruckzuck zurück. Du bleibst einfach mal da stehen, wer weiß, wofür es noch gut ist. So, aber das funktioniert auch ganz gut. So, hallo. Ist nichts mit Urlaub hier. So, okay, da wird auf jeden Fall behandelt, sehr schön. So, du gehst jetzt auch noch hier rüber, vorsichtshalber, falls wir noch einen brauchen. So. Aber der tut was, oder? Ja, das sieht sehr schön aus. Puh, der eine wird sehr knapp da hinten. So, kriegst du das auch noch gelöscht? Weil das Boot ist irgendwie scheiße. Ja, die lassen wir mal noch ein bisschen machen da. So, da ist auch der letzte Notarzt. So, sehr schön. Haben wir noch einen Einsatzwagen bereit? Nein. So, er rennt auf jeden Fall schon darunter. Da kann noch was getan werden. So, nur hier. Hier brennt es irgendwie wie aus allen Rohren. So, komm. Wir müssen Leben retten. So, der erste ist fertig. So, der braucht noch ein bisschen. So, du darfst da hinten ruhig helfen. In Ordnung. Ja. Wird gemacht. So, die drei Weisen dürfen abhauen. So, ja, scheint doch alles gut zu sein. Dich brauchen wir auch nicht mehr. Jawohl. Du gehst auch. Du gehst auch. Einen Löschwagen lassen wir noch hier. So, ja, lass den mal noch ein bisschen löschen. Dich brauchen wir, glaube ich, nicht. Wird erledigt. Bin bereit. Höre. Okay. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. So, aber wir brauchen noch einen Krankenwagen. Zu Befehl. Ja. So, das klappt ja ganz gut hier. Die fahren gleich von selber wieder weg. So, du kannst auch weg. Ich glaube, das haben wir hier einigermaßen geschafft. Hier brennt nichts mehr. Komm, du kannst auch abdüsen. Ja, hub du ruhig, hub du ruhig. So, jetzt geht es hier wirklich nur noch um Leben retten hier. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Was geht's? Bin bereit. Sofort. So. Ja, jetzt müssen wir nur noch auf einen Krankenwagen warten. Da wird wohl nichts passieren. Du kannst auch nach Hause. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen Stress hier. Alles so. Klar. Ja? Okay. Erwarte Befehle. Okay. So, ihr könnt alle drei nach Hause. So, haben wir hier unten jetzt noch was stehen? Nee, komm, du kannst weg. Haben wir dich auch weg. Dann ist hier alles sauber. Es sieht auch nicht mehr aus, als wäre hier, was weiß ich, was passiert. Was geht's? Jetzt musst du nur noch den wegbringen. Also, wenn das keine Goldmedaille gibt, ich weiß es auch nicht. So, komm, schnell rein da. Alle Fahrzeuge sind unterwegs. Wo fährst du hin? Ach, du gehörst gar nicht zur Truppe da. So, aus der Sicht wäre es vielleicht einfacher gewesen zu spielen, aber ist egal. Lassen. So, das Boot. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation. Jetzt müssen wir einfach nur noch warten, bis der den zurückgebracht hat. Und dann haben wir diese Mission auch geschafft. Gar nicht so schwer. Ich habe mich da am Anfang etwas doof angestellt. Ich werde auch Teufel tun, das hochzuladen. Nur, da war auch ein dicker Bug drin. Das Boot hat sich, also das große Motorboot,
Es hat sich hier festgefahren unter der Brücke hier in dem Kanal, warum auch immer, ich weiß es nicht. Und das hat das Spiel quasi fast unmöglich gemacht. Ich habe noch versucht, aber nee. Hat nicht funktioniert. Aber wir haben es ja beim zweiten Versuch, hat es ja funktioniert. Ich muss mal gucken, wie lang das Video gleich geworden ist, ich weiß es nicht. Ja, bleibt mir im Moment nichts zu sagen, außer wenn das Krankenfahrzeug endlich angekommen ist. Jetzt gibt da Gas. Ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit dieser Episode. Seid auch in der nächsten Episode mit dabei. Ich hoffe, dass wir Hamburg ganz schnell durch haben. Weil diese Wegfindung wirklich, das ist, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gruselig es ist. Und dass ihr in dieser Aufnahme einigermaßen verschont bleibt. So, komm, jetzt fahr mal da rein. Da sieht es schon. Der braucht ja 10 Minuten zum Wenden hier. So war Javid früher nicht. So war Javid früher nicht. So. Hervorragend. Sie haben alle Aufgaben makellos gemeistert. Verladeunfall. Wunderbar. Effizienz, Gesamtpunktzahl 133. Das gibt die Goldmedaille. Sehr schön. Haben wir das auch. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß und seid in der nächsten Episode mit dabei. Euer Xolus. Ciao.